Commander. Ja, huhu, hier wieder beim Koali und bei XCOM 2. Ist gerade was Ulkiges passiert. Ich wollte vor der Mission rausgehen nochmal, um zu speichern. Eigentlich wollte ich aufhören aufzunehmen. Und dann ist Folgendes passiert. Moment, wir gehen zurück zum Spiel. Das Avatar-Projekt ist noch einen weitergegangen. Das heißt, wir haben jetzt nur noch 21 Tage Zeit, um hier einen auf dicke Hose zu machen. Und, ja. Ich würde aber jetzt hier doch gerne angreifen, wie wir das eben auch hatten hier. Schwarzmarkt. Hier. Angreifen. So. Wir stellen vielleicht noch was her. Waffen. Den fortschrittlichen Granatwerfer stellen wir her. So, wenn wir die Fusionsklinge auch direkt vorherstellen. Ich glaube, die brauchen wir jetzt gerade nicht. So, Bluescreen-Geschosse. Medkit haben wir schon genug. So ein Gedankenschild kann nicht schaden, das mal zu haben. Und ich denke, das war es aber auch erstmal. Ich denke, Hexin ist für diese... Obwohl, es ist nur schwer. Oh, gerade ist irgendwie mein Ton ziemlich laut. So. Wir nehmen den Umbreon hier mal. Hallo? So. Einmal das weg. Weil den Umbreon lassen wir auch zu Hause, denke ich. So. Aber wen nehmen wir denn noch mit? Ich denke, wir nehmen noch mal mit den... Einfach nur A. Nee. Lesrak ist noch verwundet. Plastiklöffel können wir nochmal mitnehmen. Hier, mit dem Brandgeschossen. So, dann haben wir den guten Max. Der kriegt noch ein Medkit. Und... Wir haben zwei Imitationsgeräte auf jeden Fall noch. Die waren ja nicht gerade schlecht, nicht wahr? Wir haben einen Sniper, wir haben zwei Ranger, wir haben einen Spezialisten, einen hiervon. Sollen wir den Manu noch mitnehmen? Der muss halt, der ist auch Private erst. Nimmt eine Säuregranate mit. Plasmagranaten haben wir noch gar nicht gerade, oder? Müssen wir erst erforschen. Ah, mit dem Imitationsgerät kann man mitnehmen. Wir bearbeiten den Manu noch ein bisschen. Geben ihm hier plus 4 Leben. Und was geben wir ihm hier? Chance auf Bonusattacke. Mehr Magazingröße und komm, jetzt kriegt er noch die Crit-Chance mehr. Zack, ist okay. So. Dann. Rüstungsfarbe. Geben wir ihm ein bisschen Rot mit hier. So. Und Rüstungsmuster können wir leider nicht machen. Brauchen wir mehr Erfahrung für. Hm.
Aber Herzchen auf der Waffe sind auch immer ganz cool. Waffenfarbe. So ein schönes Lila. Beängstigend, der Mano. Beängstigend. So. Persönliche Kampfsimulation. Sollen wir dem auch noch mehr Lebenspunkte geben? Ich glaube, das braucht er eigentlich gar nicht. Waffenverbesserung hat er schon. Ach so, wir wollten ihm noch einen seiner Waffe einen Namen geben. Wie das hat er geschrieben? Großes Boom. Boom. Dann geht nur großes Boom. Aber gut, ein großes Boom. Waffenfarbe können wir auch noch mal ein bisschen anpassen. Hier so, keine Ahnung. In Schwarz sieht man es nicht so gut. Pink ist doof. Obwohl Weiß war schon gar nicht schlecht hier bei dem. Vielleicht so ein gräuliches eher. So. Ich will diese Kampfstimulanz eigentlich ungern verschwenden. Weil man die, glaube ich, nicht wiederbekommt, wenn man die neu ausrüstet. Mal hier ein Gedankenschild rein. Hier noch ein Imitationsgerät mitnehmen. Hier haben wir Munition mit. Brand haben wir mit, Brand haben wir mit, da haben wir mit. Vielleicht nehmen wir hier lieber den Schädelstecker noch mit. Warum ist der nicht zur Auswahl? Freigeben bitte. Da, einmal den Schädelstecker, damit er besser hacken kann, unser guter Beru, unser guter Max. So, Manu der Zweite, Max Monster, Machete, Löffel, Engai, Backfisch. Klingt nach einem Team. Rettet die Menschheit, Leute. Und ich nehme jetzt heute sogar mehr auf, als ich eigentlich wollte, Leute. Nur weil ich jetzt auch wissen will, ob ich diese Bedrohung hier abwenden kann oder nicht. Die Aliens haben eine geheime Einrichtung in diesem Gebiet, die Forschungen für... Der Manu sieht schon witzig aus. Der untote Manu. Um anzugreifen und sie zu zerstören. Wenn wir das Einsatzgebiet erreichen, begeben sie sich in Position und platzieren die X4-Ladungen. Wenn sie scharf sind... Also es ist nur eine schwere Mission. Das heißt, es müsste eigentlich auch für einen Rookie machbar sein. Vor allen Dingen, weil wir auch Beru und Max Monster mit haben. Die beiden sind ja nun mehr als erfahren. Und auch Engai hat sich auch gemacht. Menace 1-5, Zielkoordinaten eingegeben. Gehen Sie in Position und platzieren Sie die X4-Ladungen. Alles klar, Central. So, wir haben keine Rundenbegrenzung, das heißt, wir gehen wieder bestätigt, drücke aus. Vorsichtig vor. Löffel. Order confirmed. Moving out. Bin auf dem Weg. Wir haben jetzt aber auch gesehen, wir brauchen langsam auch bessere bestätigt. Waffen. Rücke aus. Aber wir arbeiten ja dran, ne? Wir arbeiten ja dran. Die Plasmagranate muss nur noch erforscht werden. Roger. Dumm. Die Musik spielt mir einen Streich. So, alle in den Overwatch. Okay. Verstanden. Das klingt schon wieder nach Robotern. Ist jetzt nicht sichtbar. Hier ist bestimmt irgendwo ein Turret. Kommen wir immer nach oben. Wir kommen nach oben, aber wieder nur so einen komischen Weg. Hier erstmal nur hier hin.
Hangar. Position bestätigt. Hier ist ein feindlicher Trupp. Okay, feindlicher Trupp gesichtet. Schildträger, Commander, Soldat. Position bestätigt. Ziehe los. That's affirmative. Roger. Gebe Feuerschutz. Augen auf. Biete Feuerschutz. Verstanden. Halte die Augen offen. Diese gehen schräg weg. Primärziel natürlich der Schildträger. Okay, wir können näher dran. Da gibt es keine Deckung. Natürlich haben wir mal wieder beschissene Deckung hoch 10. Engai, wenn, dann will ich den Manu in voller Deckung. Begebe mich zu dieser Position. So, Backfisch. Machete, Max. Max kann nach hier. Verstanden, rücke aus. So, Löffel kann da hinten stehen bleiben erstmal. Engai nach vorne. Ziehe los. Alles klar. Backfisch. Gleich nach hier. Rücke zu Zielkoordinaten vor. Und der Beru. Was machen wir mit dir? Du wirst da nicht gesehen. Order confirmed. Moving out. Alles klar. So sind wir doch ganz gut dabei. So, wir haben 100% Schuss. Auf alle. Den, glaube ich, den Elite-Soldaten müsstest du töten. Das heißt, ich kann mit dir auch eröffnen. Granaten brauchen wir, glaube ich, hier nicht. Das heißt, wir gehen hier überall in den Overwatch. Augen auf. On Overwatch. Bin dabei. Biete Feuerschutz. Verstanden. Halte die Augen offen. So, und du machst den Elite-Soldaten jetzt platt. 12 Schaden, perfekt. Jetzt müssten wir aufgedeckt werden. Und der hat sogar noch unerbittlich. So, jetzt kommt der erste Schuss von Löffel. Meilenweit daneben. Super Löffel. Der Manu hat irgendwie kein Zielwasser getrunken. Backfisch streift immerhin. Er bewegt sich noch. Ich glaube, ein Stück habe ich erwischt. So, und dann gehen wir auch mit ihm ein bisschen weiter nach vorne. Was machst du, Commander? Okay. Ich habe Cover in beide Richtungen, Leute. Du machst jetzt dein Schild bestimmt. Okay. Läuft. Gut. 37% ist nicht viel. Hier haben wir einen Geflankten. Feuer. Das Schild müsste weg sein. Er hat noch Rüstung, ja klar. Wurde entdeckt. Das hilft dir aber nichts gegen den Max. So. Ziel ausgeschaltet. Oh, da hinten waren auch noch welche. Good to know. Sie sehen mich. Löffel. Löffel halten wir uns mal offen. Säuregranate, Splittergranate. Backfisch.
Jetzt komme ich. Einmal Unterstützungsfeuer gegen den. Löffel macht mal eine Abschusszone. So, du gehst in den Overwatch. Und der Beru. Ach ja, versuch dich doch mal an dem 51% Schuss. 6 Schaden. Das läuft. Sieht gut aus. Momentan zumindest. Oh fuck. Sechs Schaden brennt. 7 Schaden. Abgeprallt. Daneben. Also dafür ist die Magazingröße jetzt natürlich wirklich gut. Okay, wir haben 2 Mutons, wir haben ein großes, fieses Möppelgerät. Und wir haben Löffel, die kostenlos nachladet, nachladen kann. Nachladet. Und Scheißwerte zum Treffen hat. Genauso wie der Engai. Alle Scheißwerte hier gerade. Wie wär's mit einer Splittergranate? Sieht gut aus. Damit wird der erste Muton schon mal sterben. Und unser Manu einen Aufstieg bekommen. Vielleicht explodiert das Auto auch noch und nimmt dem Typ hier auch noch ein bisschen was. So, der Max. Sieht alles nicht so cool aus. Hier. Der wird angreifen, egal was wir hier machen. Wenn ich hier mit Sturm und Schuss reinlaufe, kann ich auch wieder zurück. Weil der wird dann auf jeden Fall sterben. Lauf mal nach vorne. Töte den. Fuck, der hat den nicht getötet. Scheiße! 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 So, ja, Abschusszone können wir nicht machen. Oh, fuck. Distanzschutz. Verstanden! Bin unterwegs! Granate. Granate geworfen! Dann ist der zumindest mal weg. Okay. Backfisch muss nachladen. Schmeiß mal das Imitationsgerät hier hin. Damit das dicke Vieh auf jeden Fall nicht den armen Beru angreift. So, und Max Monster geht in den Feuerschutz. Na los, zeigt euch! So, er brennt. Oh, da oben ist noch ein Turret. Kann sogar zweimal schießen, aber kann auch zweimal daneben schießen. So, das dicke Vieh kassiert jetzt von Löffel hoffentlich ordentlich Schaden. Na, natürlich nicht, Löffel schießt daneben. Max schießt auch daneben.
Warum auch immer. Fehlschuss. So, das Spiegelbild müsste jetzt... Bams. Kriegt einen drüber. Der Mutant verpisst sich. Sie haben mich erwischt! Ach, und der Max kriegt's schon wieder ab hier. Okay. Wie sieht's aus hier? Ich glaube, unser Manu bekommt seinen zweiten Kill mit der Säuregranate. Ist zwar ein bisschen Verschwendung, aber ich will den sicheren Kill hier für den Newton. Ich glaube, der andere ist sogar immun dagegen. Aber der Kill ist wichtig. Ah, ne, ist nicht wichtig. Er ist nicht immun. Das war gut. 81% jetzt auch gegen den. Und wir erinnern uns, wenn wir den töten, kommt er wieder. Engai. 80%. Wenn wir in verborgen gehen, wird's mehr. Glaube ich. Gehen wir hier rein. Verbergen. Aktiviere Tarnung. Und 100% Feuer. Und ein schöner fetter Crit. So muss es sein. Diese Rüstung ist stark. Ja. Ja, das ist normal. So. Der Max müsste den finishen können. Och, Max. Das ist nicht gut. Ja, genau. Das ist nicht gut. Das hast du so richtig erkannt, mein Freund. Waffe abfeuern. Okay. Wie viele waren das jetzt? Hier drüben ist etwas. Da kommt er wieder. Löffel, heftiger Schuss mit 71%. 9 Schaden. Das heißt, der Machete müsste ihn jetzt eigentlich finishen können. Yep. Das Problem ist, das ganze Zeug liegt jetzt voll in der Säure hier. So, haben wir noch einen? Nee. Dann beenden wir den Zug. Max rückt mal vor. Und macht mal einen auf Nachladen. Rock'n'Roll, du sagst es, Max. So. Gerade keine Gegner da, das heißt, wir können ins Offene. Rock'n'Roll. Und auch hier nachladen. Auf geht's! Manu. Nähere mich der Zielposition. Nachladen. Ich bin bereit. Und auch hier nachladen. Und weiter geht's. Jupp. Genug gewartet. Hier gibt's ebenfalls einen Nachladen. Und dann war's das für diese Runde. So, weiter nach vorne. Wo ist dieses Turret? On the move.
da wirst du auf jeden Fall gesehen, ein Guy, aber du siehst das Turret bestimmt dann auch, oder? Ein Iridiumkern, perfekt. Sehr schöne Sache. Und da sind unsere speziellen Freunde. Die... Wie heißen die? Archonen oder so? Archon? Okay, Engai kann auf irgendwas schießen sogar noch. Lassen wir aber erstmal offen. Manu kann sich sogar vorher noch bewegen. Braucht er wahrscheinlich auch, um ein bisschen besser schießen zu können. Ja, lassen wir auch erstmal offen. Backfisch hat noch Granaten über. Das könnte wichtig werden. Kriege ich so alle rein? So kriege ich alle. Komm, Backfisch. Sehr nice. Und sie hat Salve, das heißt, sie darf direkt noch mal. 50% nur. Schießen wir direkt noch eine Granate hinterher. Max hat auch nicht so sonderlich gute Sachen. Engai. Ja, sieht alles nicht so cool aus, das heißt, die beste Option ist es wirklich hier wahrscheinlich noch eine Granate hinterher zu schmeißen. Bam! So. 51% nur auf den Schildträger. Ja, feuer mal deine Pistole ab. Dann nee, okay. Mein Gott, mach mal. Engai. Frage ist, kann das Turret mich hier oben sehen oder so? Das ist halt... Den Schildträger würde ich schon ganz gerne platt machen. Rakete geht mal ein bisschen nach vorne. Haben wir zumindest den Archon mal weggemacht. Okay. Und er darf sich bewegen. Das ist jetzt ein Risiko, aber ich bewege den mal nach vorne. Und... Er entdeckt ein zweites Turret oder ist es das eine? Es ist noch ein Turret. Ach, die Vögel. Süß. Zwei Turrets also. Der Manu hat alle seine Granaten schon verbraucht. Komm, nimm mal einfach den 33% Schuss. Daneben. Schade. Nicht mal knapp. Engai. Oder Max. Ich rücke aus. Tick näher. 46. Probier's mal. Ach, das ist der Engai. Daneben. Schade, schade. Konzentriere dich! Jetzt läuft er weg, oder? Yay, Turrets mit Schilden! Daneben. Taking heavy fire!
Rüstung ist ganz schön zäh. Ich weiß ja nicht, warum die Turrets immer so gut treffen. Wir machen schon mal eine Gremlin-Heilung und heilen den Engel wieder hoch. Gremlin heilen! Ja, 81% ist nicht gut genug für unseren... für unseren Max. Löffel. 26% für den. Schon unterwegs. 13%. Warum nicht? Daneben. War klar. Daneben. Okay. Arm is still holding. Immerhin das Schild entfernt. Zum Schaden. Von der Rüstung abgeprallt. Backfisch sieht nichts. Und los geht's. Sehr schön. Turret Nummer 1 down. Habt ihr das gesehen? Oh, schon mal den ersten Schuss auf das Ding ab. Wow. Trotz Rüstung und Schild. Unerbittlich ist er, ja. Aber er bleibt doch ruhig stehen, das ist okay, wo du stehst. Und voller Deckung. Da kommt der Schildträger wieder. Was willst du machen, Junge? Schießt eine Runde. Was hat der mit Nazi? Mann, Mann, Mann. Löffel, du bist heute aber echt nicht so besonders hier mit dem Schießen, ne? Befehl bestätigt. 39%. Ja, der Typ hat's voll drauf, hier zu dodgen und sich mit vollem Cover zu bewegen. Meine Munition wird knapp. Ja, näher dran ist schlecht, oder? Und los geht's. 32% Max. Oh, triffst du genauso wenig wie die 81%. Geben wir ihm Unterstützungsfeuer. Heizen wir ihn ein. Location confirmed. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Da müssen wir gleich was anbringen. Sie sind bei der Zielposition. Das ist so korrekt. Ja, und der Bero muss es wieder reißen hier. 11 Schaden. Bero ist voll das Tier. Jo. Volle Deckung. Feinde
nähern sich unserer Position. Oh, noch von hinten möchten sie uns angreifen. Phoenix 1-5, Vorsicht, wir haben feindliche Verstärkungen auf dem Weg zu ihrer Position geortet. Das ist ja fies. Okay. Feuerschutz. Mir entgeht nichts. Löffel. Zweimal kannst du immerhin schießen gleich. Locking it down. Verstanden. Rücke aus. Bin dabei. Mir entgeht nichts. Waffe geladen. Mir entgeht nichts. Okay, I'll go. Ach nee, wir machen hier ein Nachladen. Der ist eh so weit weg, der Bero. Rock and roll. So, da kommen sie. Bin gespannt, was sie jetzt mit uns... Da ist bestimmt so ein Roboter drin. Oh nein, ist das nicht... Aber es ist ein Schildträger drin. Schauen wir mal. Nehmen alle auf Overwatch. Die sollten ziemlich leiden jetzt. 5 Schaden. Der brennt für 4 Schaden auch noch. Und? Komm. Leben. So geht das, Löffel. So geht das. Daneben. Ja, wenn man natürlich alles daneben schießt, ist das natürlich total cool. Kein Treffer. Konzentriere dich. Max. Hey, Max hat mal was getroffen. Ziel erledigt. Habe kaum noch Munition. Ja, das Problem ist bekannt. Oh yeah. Heading out. Noch nicht, noch nicht. Backfisch. Jetzt komme ich. Jetzt komme ich. Bamsi Bams. Du warst kein Gegner für mich. Munition ist gleich alle. Engel, Schwerthieb. Der müsste dann wegen dem Brennen eigentlich jetzt gleich drauf gehen. Nachgeladen. Du gehst schon mal dahin. Und da stirbt er. Menes 1-5, wir orten keine weiteren Kontakte mehr im Einsatzgebiet. Platzieren Sie die X-4-Ladungen und begeben Sie sich zur Evakuierungszone. Okay. Erstmal nachladen. Verstanden. Bewege mich zum Ziel. Holen wir sie uns. Waffe geladen. So, der alte Mann muss es mal wieder richten hier. This does not look good.
Kam gestern. Na los, zeigt euch. Bitte Feuerschutz. X hier platzieren. Manus 1-5, Status bestätigt. X-4 Ladungen sind scharf. Begeben Sie sich unverzüglich zum Evakuierungspunkt. Moving out. I need an evac here. So. Da sollten eigentlich auch alle hinkommen. Getting it done. Engel. Und ab geht's. Backfisch. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Und der Max. Jawohl. Raus mit dir. I'm going. Gehen wir. Packen wir die Sachen. Ab nach Hause. I'm out of here. Und kaboom! Status bestätigt. X4 Ladungen detoniert. Sieht gut aus. Alle sind zufrieden. Machete dominiert die rechte Seite des Einsatzberichtes. Aber der eine Schuss durch das Schild, durch die Rüstung und dann noch die volle Lebenspunkte abgezogen, das war schon heftig. Da grinst er sich ein. Und wir haben, glaube ich, auch den Aufstieg mit dem Manu. Auch sehr wichtig. So, jetzt heißt es möglichst schnell Gebiete erschließen, wo auch noch Einrichtungen sind und die auch noch angreifen. Das ist jetzt Priorität. Und es hat Priorität. Da kommen sie, unsere Helden. Zwei Beförderungen. Oh, Enger ist auch befördert worden. Nice, nice. So, sichere Deckung. Wenn du in dieser Runde nicht angreifst, gehst du automatisch in Deckung oder unantastbar. Unantastbar war einfach zu cool bei Beru. So, und hier haben wir auf jeden Fall wieder... Rüstung zerfetzen. Ein Iridiumkern. Bei der Zerstörung der Alien-Einrichtung ganze Arbeit geleistet, Commander. Ihre Fortschritte beim Avatar-Projekt. Ja, wir haben zu wenig Wissenschaftler, das ist mir schon klar. Commander, wenn Sie jemanden mit wissenschaftlicher Begabung finden, schicken Sie ihn mir vorbei. Ich könnte Hilfe brauchen. So, wir verbessern. Widerstand, Kommunikationseinrichtung verbessert. So, können dann jetzt einen weiteren Kontakt herstellen. Hier müsste jetzt erstmal das Avatar-Projekt gestoppt werden. Jo, sehr schön. So, und jetzt schauen wir uns nochmal an, wo sind denn hier noch Einrichtungen? Hier unten, Neu-Indonesien.
Stellen wir da direkt mal Kontakt her. Wir schöpfen unsere Kommunikationskapazitäten voll aus und können ja, ist schon keine neuen Kontakte mehr herstellen, ehe wir unsere Systeme nicht verbessern. Versuche, lokalen, regionalen Kontakt aufzubauen. So, wir haben eine Plattenweste. Sehr schön. Gehen wir mal eben zurück. Wir haben ja noch einen Iridiumkern geborgen. Das heißt, wir müssten hier eigentlich noch was herstellen können jetzt. Noch eine die Plasmagranate. Interessante Wahl. Ich melde mich, sobald wir fertig sind, Commander. 5 Tage. Die wird, glaube ich, ziemlich gut, die Plasmagranate. So, in diese Kommunikationszentrale können wir noch einen Ingenieur reinstecken. Haben wir denn noch einen Ingenieur? Wir haben keinen Ingenieur gerade offen. So. 13 und 19 Tage noch hier. Und an einem Tag, dann ist der Justicon auch fertig mit seiner Ausbildung vorerst. Aber den werden wir natürlich auch weiter ausbilden. So, Seelenraub hat er gelernt. Perfekt. Was lernt er denn jetzt? Ermunterung. Wahnsinn lernt er jetzt. Und der Leerspalt von Scorpion. Okay, Ausbildung fortsetzen. Was machen wir hier? Wir nehmen hier auch den Seelenraub. Gleich ist das Plasmagewehr auch fertig. Perfekt. Es gibt uns ja auch Einkommen. Das ist auch gut. Warum ist es eigentlich da in Australien so schneit hier? Also mit Schnee alles. Okay, es ist die Zukunft vielleicht. Es ist so. Wer weiß. Bei den höre sie laut und deutlich. Klimasachen jetzt gerade hier. Regionale Kontakte gefunden. Okay, jetzt müssten wir nach hier auch noch Kontakt herstellen, damit wir die Einrichtung angreifen können. Kostet 90 Info. Ah, wir können das gerade nicht, weil wir nicht genug Kommunikationssachen haben. Das lässt sich aber beheben, indem wir... wo können wir einen abziehen? Ist gerade jemand im Krankenstand? Ich glaube nicht, oder? Ich sehe zumindest keinen. Das heißt, wir können den rausnehmen. Und ihn hier in die Kommunikationszentrale rein tun. So. Und dann haben wir direkt 4 Kontakte mehr, die wir knüpfen können. Das heißt, wir stellen hier schnell mal Kontakt her. Setze Kurs auf den australischen Sektor. Kleiner Durchbruch im Avatar-Projekt, das ist jetzt nicht gut. Da geht's nämlich jetzt wieder hoch hier, ja? Commander, wenn wir den Fortschritt der Aliens bei diesem Arbeitsprojekt verlangsamen, wir haben ein Problem, Leute. Können wir eine ihrer Einrichtungen angreifen. Versuche, lokalen, regionalen Kontakt aufzubauen. Neue Ziele erhalten, Guerilla-Einsatz. Oh, wir können uns das nicht leisten gerade. Zeitkritischer Einsatz wartet auf uns. Wir können unsere Scans hier immer noch später beenden. Aber wenn wir diesen Einsatz versäumen, könnte dies einen spürbaren Rückschlag für die Widerstandsbewegung bedeuten. Na gut, komm. Ist okay. So, reduziert die Zeit für Alien-Errichtung in 2 Wochen. Nö. Vorräte. Wir kriegen einen Wissenschaftler. Nehmen wir den. Komm. Wir müssen einmal quer über den ganzen Erdball fliegen. Wir haben noch 22 Tage Zeit.
So, und wie wir das hier dann handeln, das seht ihr bei der nächsten Folge. Bis dahin, have fun, euer Koali. Tschüss! Yeah.